Deutschen. Und vielleicht überhaupt Mitteleuropäern wird ja nachgesagt, sie würden lieber auf Abstand bleiben. Sie wären nicht so körperbetont, würden Umarmungen und Küsse, würden die nicht so wichtig finden wie die Brasilianer. Und ich glaube, da ist auch etwas dran. Es ist einfach ein anderes Temperament. Und dann, letztes Jahr, als die Pandemie begann, da haben die Deutschen, so wie ich das mitbekommen habe, das wiederentdeckt. Die Bedeutung von einer Umarmung. Die Bedeutung davon, anderen Menschen ganz körperlich nah zu sein. Wo das auf einmal so schwierig war. Wo man sich nicht mal die Hand gab, keine Umarmung für Freunde mehr hatte. Da ist das auch in der breiten deutschen Öffentlichkeit aufgefallen, wie wichtig sowas ist. Körperkontakt. In der Bibel wird genau davon erzählt, wie eine Familie, drei Geschwister genauer gesagt, Jesus etwas Gutes tun wollten. Jesus ahnte, dass er auf seinen eigenen Tod zuging, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Und vielleicht haben ihm das seine Freunde Maria, Martha und Lazarus angemerkt und wollten ihm etwas Gutes tun. So steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien. Die Geschwister veranstalteten ein Festmahl für Jesus. Martha bewirtete die Gäste. Lazarus lag mit Jesus und den anderen zu Tisch. Da nahm Maria eine Flasche Salböl. Es war reines, kostbares Nadenöl. Damit salbte sie Jesus die Füße. Dann trocknete sie ihm die Füße mit ihren Haaren ab. Das ganze Haus wurde vom Duft des Salböls erfüllt. Amen. Wie schön, dass diese Geschichte aufgeschrieben wurde. Wie schön, dass erzählt wurde, wie wichtig das war. Wie gut das wohl Jesus getan hat, dass da diese Familie für ihn da war, ihn bewirtet hat, Leib und Seele gestärkt hat in diesem schwierigen Moment. Und mehr noch, Maria hat Öl genommen und Jesus gesalbt. Eine ganz alte, besondere Tradition und etwas, was dem Körper gut tut, was duftet. Und das ganze kleine Haus war erfüllt von diesem Duft. Denn umgekehrt galt das ja auch. Jesus ist ja auch Menschen nahe gekommen, hat die Dinge nicht so auf Distanz gemacht, sondern wenn jemand Hilfe kam, hat Jesus sich ihm genähert, ist auf ihn zugegangen, hat ihm die Hände aufgelegt. Also auch Jesus wusste darum, um die Bedeutung von körperlicher Nähe. Und jetzt spüren wir das vielleicht auch besonders doll, was uns da fehlt in dieser Zeit. Oder wir freuen uns darüber, dass wir im engsten Familienkreis das natürlich können, dass da Leute für uns da sind, die sich um uns kümmern, die uns nahe kommen, die wir umarmen können, die uns vielleicht auch etwas Gutes kochen, so wie Martha, sodass dass es uns gut geht an Leib und Seele. Und umgekehrt, wir für sie auch. Mich freut diese Geschichte so, weil sie zeigt, Jesus weiß, Gott weiß, dass wir Menschen nicht nur hier oben im Kopf stattfinden und dass wir nicht nur sozusagen mit unserem Kopf an Gott glauben, sondern unser ganzer Körper, Leib, Seele, Geist, all das steht vor Gott, all das schreit nach Erlösung. Und auf all das achtet Jesus. So wünsche ich euch, dass ihr in dieser schweren Zeit mit so viel Abstand trotzdem Gutes spüren und erleben könnt. Und ich wünsche uns allen, dass Gott uns an Leib und Seele befreien möge. Amen.